Hi, das hier ist ein absolut fantastischer Hackbraten und zwar low and slow. Und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Hackbraten low and slow brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 1,5 Kilogramm gehacktes halb und halb. Dann brauchen wir etwas Knoblauch, eine Zwiebel, zwei Eier, frische Petersilie. Dann habe ich jetzt hier noch eine Paprika liegen, Wustersoße. Füllen werden wir den Hackbraten mit Bergbauernkäse. Dann habe ich hier die Pure Barbecue Mischung, damit werden wir es würzen. An so einen Hackbraten kommt immer auch so ein bisschen Semmelbrösel mit dran. Da habe ich hier Panko, das ist japanische Semmelbrösel. Ziemlich grob, aber sorgen dafür, dass das Ganze wirklich mega fluffig wird. Glasieren werde ich den Hackbraten mit meiner Cherry Chipotle Barbecue Soße. Wer dieses Rezept noch nicht kennt, dem sei das Video, was ich unten in die Infobox linke, absolut empfohlen. Das ist das beste Soßenrezept, was ich jemals gemacht habe. Cherry Chipotle Barbecue Soße, die solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Dann werden wir den Hackbraten natürlich auch räuchern. Da habe ich hier ein wunderschönes Stück Erlenholz liegen. Und das sind erstmal alle Zutaten, die wir brauchen. Ruhen bzw. garen werden wir den Hackbraten auf so einem Metallteller mit Löchern, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass eben das Ding nicht anfängt zu schwimmen, sondern dass das Fett eben runtertropfen kann. Den Grill bereite ich gerade eben schon vor. Temperatur im Grill sollen eben 110 Grad sein, low and slow, und ich würde sagen, wir legen los. So, beginnen wir also mit den Vorbereitungen. Legen wir los mit dem Knoblauch. Das hier ist ein Knoblauch Solo, so ein chinesischer Knoblauch. Das ist natürlich eine ganze Menge, davon brauchen wir gut die Hälfte. Das sollte reichen, wie ihr seht, da sind also eine riesen Knoblauchzehe. Und das hier entspricht jetzt also locker zwei üblichen Knoblauchzehen, damit ihr einfach mal so ein Gefühl für die Menge bekommt. So, dann habe ich also hier den Knoblauch Solo und habe hier meine Microplane-Reibe und reibe den Knoblauch einfach in die Hackfleischmischung hinein. Das reicht vollkommen. Dann haben wir hier als nächstes unsere Gemüsezwiebel. Die schneiden wir gerade auf und dann in kleine Stücke. So, die Zwiebeln sind fertig geschnitten und kommen mit zum Hackfleisch. Dann habe ich jetzt hier meine glatte, frische Petersilie, die ist gerade gewaschen worden. Und da gehe ich jetzt mit dem Messer einfach durch und schneide die oder hacke die in kleine Stücke. Da, wo dann die Stiele anfangen, rühre ich dann quasi auf. Die können weg und den Rest hacken wir uns quasi fein. Die Petersilie ist so fein, wie ich sie haben möchte, und auch die kommt jetzt eben mit an das Hackfleisch. So, dann haben wir jetzt hier zwei Eier, die mit an unser Hackfleisch kommen. Dann folgen ein guter Esslöffel Wustersoße. Wenn es zwei Esslöffel sind, schadet es auch nicht. Und dann habe ich hier das Panko-Mehl. Davon geben wir jetzt auch mal so gute 3 bis 4 Esslöffel mit an das Hackfleisch. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommt Gewürz ins Spiel. Ihr könnt da Pfeffer und Salz nehmen, das Ganze abschmecken, aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Pure Barbecue Mischung, da ist dann auch das Paprikapulver mit drin und auch eine gewisse Schärfe. Das macht das Ganze natürlich entspannter. Jetzt haben wir da gute 2 Esslöffel drin, wir machen mal 3. Das schadet sicherlich nicht. So. Und jetzt kommt der große Spaß eines Hackbratens. Jetzt kneten wir das Ganze ordentlich mit den Händen durch. So, die Mischung für unseren Hackbraten ist fertig. Dann haben wir jetzt hier noch den Bergbauernkäse und eben unsere Form, auf der der Hackbraten dann später ruhen wird. Jetzt müssen wir uns noch gerade um die Paprika kümmern. Und zwar schneiden wir die Paprika gerade einfach in Streifen. Und zwar können wir, indem wir einfach oben und unten einen Schnitt machen, das Kerngehäuse einfach schön rausnehmen. Und dann schneiden wir uns einfach schöne Streifen von der Paprika runter, gar nicht mal so dick, sondern relativ dünn, dass wir sie dann gleich später in den Hackbraten einfach reinlegen können. Hier haben wir unseren Bergbauernkäse. Da schneiden wir jetzt einfach mal ein paar Stücke runter. Ich glaube, da reicht sogar einer.
Ich habe extra zwei gekauft, aber wenn ich mir das so anschaue, das reicht. So, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen und hier haben wir also jetzt unsere Metallplatte mit den Löchern und da geben wir jetzt etwas von unserer Hackbratenmischung drauf, quasi als Untergrund. Das Ganze ordentlich andrücken, damit das auch gut verschlossen ist. Dann haben wir jetzt hier unsere Paprika. Die legen wir mittig aus. Ruhig schön nebeneinander. Dann habe ich hier den Bergbauernkäse. Damit legen wir jetzt quasi den Hackbraten aus. Wichtig, dass ihr am Rand ein klein bisschen Platz lasst, dass der Käse da nachher später nicht rauslaufen kann. Aber wie ihr seht, dieses eine Stück, ich glaube, das waren 300 Gramm, ist mehr als genug. Grenzt ja schon fast an eine Käsebombe, was wir hier bauen. So, und dann nehmen wir jetzt den Rest von unserem Hackfleisch und verteilen den quasi über dem Käse und der Paprika. Ihr seht, das ist eine etwas größere Portion. Das empfiehlt sich also wunderbar für eine Party oder dergleichen. Und dann drücken wir das Ganze jetzt runter, dass wir also wirklich das Teil komplett verschließen, dass der Käse keine Chance hat, auszulaufen. Schaut das Teil nicht absolut fantastisch aus? Und das wird noch viel, viel besser, denn jetzt wird das Ganze noch glasiert mit meiner Cherry Chipotle Barbecue Soße. Wie gesagt, sie sei euch nochmal ans Herz gelegt. Die ist wirklich großartig. Gut, davon gehen wir jetzt also etwas über den Hackbraten drüber und dann verstreichen wir das mit dem Pinsel. Dadurch, dass wir den Hackbraten ja low and slow machen, das heißt also bei 110 Grad im Grill, wird uns diese Barbecue-Soße nicht verbrennen, sondern sie wird einfach dann irgendwann anfangen, ein bisschen so anzustocken, ein bisschen fester zu werden. Wir werden eventuell auch mehrere Lagen auf den Hackbraten aufbringen. Aber wir fangen jetzt erstmal an, dass wir den Braten wirklich ringsrum dünn mit der Barbecue-Soße einpinseln. Und dann tasten wir uns so langsam, aber sicher ran. So, die erste Schicht Soße ist drauf und jetzt kommt unser Prachtstück auf den Grill. Den Grill habe ich mir, wie gesagt, auf 110 Grad vorgeregelt. Hinten habe ich den Slow and Sear Einsatz drin. Wer den noch nicht kennt, da empfehle ich euch das Rippchenvideo, was ich mal dazu gemacht habe. Ansonsten den Minion Ring, wie man den macht, das habt ihr im Pulled Pork Unplugged Video gesehen. Auch das verlinke ich euch gerne. Wichtig ist eben Temperatur im Grill wirklich eben nicht über 120 Grad, gerne bei 110. Das ist wunderbar. Hier habe ich mein Stück Erlenholz. Das lege ich jetzt hier hinten mit auf die Glut. Die Glut wird im Slow and Sear von hier drüben, also hier ist es jetzt heiß, wird sie hier rüberbringen. Das hier ist noch alles aus. Hier haben wir so quasi so eine Wasserschutzschicht, wenn ihr so wollt. Und ja, wie gesagt, also das Holz kommt jetzt hier rein, wird also dann gleich anfangen, ein bisschen Rauch zu produzieren. Und hier ist unser wunderschöner Hackbraten. Der liegt jetzt ein gutes Stück vom Feuer weg. So soll das auch sein. Also wir haben nach Möglichkeit keine direkte Hitze. Und eventuell drehen wir ihn später mal, also dass wir quasi ihn einmal so umdrehen. Aber jetzt erstmal Deckel zu, 110 Grad und locker eine Stunde räuchern, dass wir richtig schönes Raucharoma in unserer Fleisch dann bekommen. Oh, los geht's. Drei Stunden später. Ja, gute 3,5 Stunden später bei 110 Grad. Sieht unser Low and Slow Hackbraten jetzt so aus. Im Hintergrund könnt ihr sehen, qualmt immer noch das Stückchen Holz, was ich da reingetan habe. Ihr könnt das sehen. Da ist es. Ja. Hat also die ganze Zeit kontinuierlich dafür gesorgt, dass wir so einen leichten Rauch auch im Grill drin hatten. Und es riecht absolut fantastisch. Und ja, jetzt nehmen wir hier unseren Hackbraten mal raus und dann schneiden wir das gute Stück mal an. So, da liegt da also unser Hackbraten und den schneiden wir jetzt natürlich mal an. Einfach mal gerade in der Mitte das Messer ansetzen und durchsäbeln. Und dann klappen wir ihn natürlich auch auf. Hallo! Ja, ich würde mal sagen, der ist absolut fantastisch. Schaut euch mal an, wie saftig der ist. Großartig, der Käse läuft da raus. Ein Träumchen. Hier unten die Paprika. Auch die ist natürlich über die Zeit jetzt dann schön weich geworden.
Großartig. Ja, dann würde ich sagen, schneiden wir das gute Stück mal auf und probieren es mal. So, da habe ich also hier ein Tortenstückchen von meinem Low and Slow Hackbraten und jetzt wird natürlich auch probiert. Das erste muss ich sagen, es hätte tatsächlich noch ein bisschen mehr Gewürz dran gekonnt. Also ein bisschen fehlt mir der Bums. Eventuell könnte man auch Chili noch mit dran schmeißen. Aber es ist schön saftig. Es ist mit dem Käse, ist geil, schmeckt halt gut. Die Paprika kommt sehr gut. Also die grüne Paprika, die hat ja immer noch so einen etwas strengeren Geschmack als die roten und gelben. Passt da richtig gut rein. Aber ansonsten, das Ding ist halt wirklich mega saftig, ne? Dieses Panko-Mehl, was da mit dran ist, sorgt einfach dafür, dass das Ganze irgendwie noch so ein bisschen fluffiger wird und eben nicht so kompakt wie jetzt eine Frikadelle, wenn ihr die jetzt vorbereitet. Und das sorgt einfach dafür, dass da wirklich einfach eine richtig schöne Konsistenz bekommt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten des Kanals sein, darum habt ihr die Möglichkeit, das sehr gerne zu ändern. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sei euch nochmal das Video zur Cherokee Potle Barbecue Soße ans Herz gelegt. Diese Soße ist absolut grandios. Macht die auf jeden Fall mal nach. Dafür gibt es eine extra Soßen-Playlist. Schaut euch um auf meinem Kanal. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.